So, hallo und willkommen zum weiteren Autovlog. hätte ich mal was Lustiges zum Erzählen. Ich habe doch nicht so arg lange auf meinem JD Vapes Kanal das Apfeltasche von Vaporist reviewt und das war ja It's So Meins. Und jetzt habe ich einen Arbeitskollege, der dämpft auch. Und ich denke, ja, bevor es bei mir im Schrank rumliegt und nicht gedämpft wird, verschenkst du es einfach an einen Dämpfer. Und dem das gäbe und hat gesagt, ja, wenn du es nicht magst, dann bringst du es halt wieder. Hat es jetzt gute 2 Wochen daheim gehabt. Und jetzt heute hat er es mir wieder zurückgebracht. Und gemeint, das sei auch nicht seins. Ja. Also somit kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Apfeltasche von Treibstoff ist, das glaube ich. Ich kann selber noch mal gucken. Ist doch Treibstoff. Ja. Treibstoff Apfeltasche. Dass das nicht nur ich nicht mag, sondern dass das in dem Fall mehrere nicht mögen, weil er hat das wiederum dann nochmal ein anderer Arbeitskollege probieren lassen. Hat es auch nicht mögen. Also, Geschmäcker sind zwar unterschiedlich, aber wenn irgendwas richtig gut ist, dann empfindet es viele für gut und wenn irgendwas richtig schlecht ist, dann empfindet es viele für schlecht. Also, das ist eine Erfahrung, was ich schon gemacht habe. Es gibt immer so einzelne Ausnahmen, dass wenn ihr irgendwas sagt, das ist gut, dass dann jemand anders sagt, ja, das geht geil oder andersrum. Also ihr habt zum Beispiel euer Aroma, das haben ja auch schon mehrfach im Video gesagt, mir schmeckt das überhaupt geil, das ist von Crown Juice, das, wie heißt denn das nochmal, ja, irgendwas mit Erdbeerkäsekuchen. Vielleicht fällt es mir sogar noch ein. Auf jeden Fall, mir schmeckt das überhaupt geil. Und dann halt den komm, jetzt lass mal. Das lasse ich mal meine Frau probieren, bevor ich es wegschmeiße oder irgendwas damit mache. Die mag es. Also es gibt halt solche Fälle und solche Fälle, aber ich würde halt mal sagen, wenn jetzt jemand ähnliche Aroma mag wie ich, dann sind die Geschmäcker relativ identisch, dass wenn ich dann irgendwas vorstelle und ich sage, das schmeckt mir, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das dann jemand anderem ausschmeckt, wo generell viele Übereinschneidungen hat von verschiedenen Liquid-Aromen. Und darum finde ich so Aroma-Reviews eigentlich gar nicht schlecht, weil so ein Fertig-Liquid, gerade das Treibstoff, das kostet glaube ich 30 Euro. 120 Milliliter. Und wenn man sich das blind kauft oder bestellt online, dann kann man ja nicht zurückgeben. Dann muss man gucken, ob man es privat vielleicht irgendwo dann weitergeben kann. Meistens dann verschenken, weil wer kauft ein gebrauchtes Liquid? Ja. Aber das Witzige ist jetzt halt echt, dass das Treibstoff Apfeltasche nicht nur mir nicht schmeckt, sondern dass es da einfach mehrere gibt, denen wo das jetzt schmeckt. Ich kann jetzt nochmal probieren, mal das MTL zum Dämpfen, weil das ist ja auch ein Phänomen. Es gibt viele Aroma, die schmecken DL überhaupt geil, aber dafür sind sie MTL richtig gut. Aber bei den meisten Aroma kann man eigentlich sagen, wenn es DL gut ist, dann ist das MTL dann auch gut. Es sind also wenige Ausnahmen.
gerade so schwere Sachen, wo Vanille oder sowas drin ist, da habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es MTL besser schmeckt. Oder was jetzt ich zum Beispiel hier drin habe, das Black Hole von Antimatter. Das mag ich im Tröpfler und ich mag es MTL. Aber im Tankverdampfer schmeckt mir das einfach halt. In der Brunhilde schmeckt es erstaunlicherweise relativ gut, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Topcoiler ist. Und ein Topcoiler ist vom Prinzip her, kann man sagen, aufgebaut wie ein Tröpfler. Bloß dass der sich halt über die Stahlseile von unten das Liquid hochsaugen kann und das muss immer von oben befeuchten muss. Das Problem ist halt, da ist Vanille mit drin, das ist richtig schwer und da, auch wenn es mir richtig gut schmeckt, ich kann da nicht viel Dampfer davon. Jetzt MTL, der ganze Darkrubber, das ist gar kein Problem, aber DL, wenn ich da einen Tank durch habe, dann habe ich genug, dann will ich das nicht nochmal auffüllen. Da muss ich auf jeden Fall das Treibstoff-Apfeltasche, ich muss das mal probieren. Ich weiß gar nicht, was ich das damals reviewt habe. Ich glaube, in meinem Mendi-Welt-Mescher, ja, kann das dann mal immer Tankverdampfer ausprobieren und ich kann es dann mal MTL ausprobieren. Ob es da vielleicht besser schmeckt. Aber vermutlich nein. Und das nächste ist, ich habe eigentlich so viel Liquids daheim, dass wenn ich eigentlich weiß, das schmeckt mir nicht, dass ich das gar nicht ausprobieren will, ob es irgendwie anders vielleicht dann doch irgendwann schmecken könnte. Weil ich halt einfach gar nicht in der Situation bin, dass ich unbedingt das Liquid wegdämpfen muss, weil ich sonst kann es mehr haben. Und ich kann mir vorstellen, das geht nicht nur mir so. Weil der HWV, was ja viele haben, das ist ja nicht nur hardwarebezogen, sondern das ist ja auch Aroma- und Liquidbezogen. Also man kauft sich dann oft viel zu viel. Oder was sie am Anfang gemacht haben, wenn ich Aroma gekauft habe, dann habe ich immer das komplette Aroma-Fläschchen angemischt. Ohne zu missen, ob mir das schmeckt oder nicht. Und somit habe ich halt auch viele angemischte Sachen daheim, wo mir geschmeckt haben und wo ich dann, wo einfach den Weg in der Tank nicht kein zweites Mal mehr finden wird. Außer es war Aroma, wo ich jetzt zum Beispiel nicht mehr weiß, ob mir das geschmeckt hat oder nicht. Die gerade keine Lust haben, mein eigenes Video dazu anzugucken. Und dann kommt es hin und wieder mal vor, dass ich irgendwas auf dem Tröpfler drauf mache und das mal schön probiere. Oder dass ich auch manchmal, ist auch schon öfters vorkommen, dass ich einfach mal einen Tank voll mache und das einfach mal einen kompletten Tank durchprobiere. Aber es gibt halt einfach Aroma. Wenn du den Tank hast, dann stellst du nachher den Akkuträger samt Verdampfer ins Eck und dann bleibt er da standen. Und wenn du weißt, das Liquid, was drin ist, schmeckt die Ritter und dann startet es halt. Und da man bloß einen Tankverdampfer hat, starte halt nicht weg und wird ein anderer benutzt. Das ist dann so das Phänomen, dann kauft man sich mal wieder einen neuen Verdampfer, weil man irgendwas ausprobieren will. Dann empfindet man den als besser oder wie auch immer. Ja, das ist so die Dampferkrankheit.
wäre mir beim Zigarettenraucher gar nicht passiert damals. Wenn du da eine Stange kaufst, dann kaufst du erst wieder Zigarette, wenn du keine mehr hast. Oder wenn du merkst, jetzt geht es am Ende zu, jetzt musst du dringend Zigarette kaufen, sonst stehst du erstmal ohne da. Also ihr müsst da jetzt noch Zigarette im Handschuhfach haben. Ja. Ich habe noch Zigarette im Handschuhfach, obwohl die eigentlich schon über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wahrscheinlich sogar fast ein ganzes Jahr nicht mehr rauche. Also. Aber das ist für mich jetzt zum Beispiel ein beruhigendes Gefühl, dass wenn mir je eine Zigarette anmachen würde, ich habe welche. Und dann ist das, dann ist das für länger gar nicht so da. Ich glaube, das wäre schlimmer, wenn ich keine Zigarette mehr hätte. Eigentlich sollte man vom Logischer her sagen, okay, man soll Zigarette weg tun, dass man einfach gar nicht in Versuchung kommt. Ich finde das aber eigentlich gerade andersrum. Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, man hat Zigarette, man könnte jederzeit eine Zigarette rauchen. Aber es verlängert schon irgendwo gar nicht da. Das wäre zum Beispiel etwas, das könntet ihr mir in Kommentare schreiben, also die Dämpfer jetzt halt in dem Fall, wie ihr das gemacht habt mit dem Umstieg, nachdem ihr keine Zigarette mehr geraucht habt. Habt ihr die Zigarette verschenkt, habt ihr sie weggeschmissen, habt ihr, oder liegen die noch irgendwo, so wie jetzt bei mir. Irgendwann wird meine Frau der Spitzkrieger, weil die hat es noch nicht geschafft, umzusteigen. Die hat zwar auch mehrere Dampfgeräte von mir gekriegt, aber raucht leider immer noch. Da haben wir wahrscheinlich das richtige Setup neu gefunden. Was eigentlich echt schade ist. Mit Zigarette rauchen, das ist halt echt. Also wenn man den HWV jetzt zum Beispiel hat und Zigarette rauchen mit Dampfer vergleicht, dann ist Dampfer auf jeden Fall wesentlich günstiger. Wenn man sich jetzt immer die teuerste Liquids kauft oder unbedingt das teuerste und edelste Gerät. Gibt das Geld halt, ich auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Also ich kann definitiv sagen, ich spare durchs Dampfer kein Geld. Weil ich mir halt immer wieder neue Hardware kaufe, dann kaufe ich verschiedene Liquids, Aroma und sonstige Sachen. Und mitunter ist da auch YouTube dran schuldig, weil ich irgendwo mit meinem Kanal weiterkommen will und dann und jetzt zum Beispiel auch in ein neues Objektiv Geld investiert. Würde jetzt in Dampfer, hätte ich das Objektiv gekauft und das lag auch bei 330 Euro, glaube ich. 330 Euro für ein Objektiv ist viel Geld. Und da kaufen sich manche Leute eine ganze Kamera dafür. Aber ja, mir gefällt es halt einfach, wenn der Kamera-Look einfach was Besonderes ist. Ich mag das so mit der Tiefe Unschärfe. Das habe ich jetzt hier beim Autofahren. Man sieht ja, die Sitzbank hier hinter, das ist relativ scharf. Und jetzt ziehe ich meine Kamera hier im Auto, dann wäre die Sitzbank komplett unscharf.
den unscharfe Effekt. Das nennt man ja Bouquet. Mir gefällt es. Gibt aber auch viele, denen gefällt es nicht. Der Frankie Fädel ist zum Beispiel einer, der sagt, ihm ist es lieber, wenn komplett alles scharf ist. Der Dampfpate, das ist auch so einer. Wenn man jetzt aber einen Film anguckt, dann sieht man eigentlich in den Filmen ja auch, dass der Hintergrund unscharf ist. Also könnte man eigentlich sagen, es ist dann eine Art Kino-Look. Ja. Und was mir echt schon aufgefallen ist, dass ich in der YouTube-Dampfer-Szene tatsächlich verschiedene Leute dazu inspiriert haben, dass sie verschiedene Sachen anders machen, wie sie es vorher gemacht haben. Weil ich mache jetzt, ich glaube, ich habe echt angefangen damit, die komplette Aufnahme für Video mache ich komplett mit OBS. Weil mir gefällt das, ich habe das Video komplett gleich im PC. Ich muss nicht lange Speicherkarte auslesen und hin und her und so eine von meinem guten Mikrofon, der Ton, das Bild direkt über die Elgato Camlink direkt am PC. Und haben das alles jetzt echt bei mir so optimiert, dass ich meine Videos gar nicht mehr schneiden muss. Ich mache kurz eine Ansage oder halt, was es im Video geht. Dann füge ich das Intro ein, dann kann ich direkt nach dem Intro in die Detailansicht gehen. Kann ich auch eine Webseite einblenden, also der ganze Workflow mit dem OBS ist echt richtig gut und theoretisch könnte ich meine Videos, so wie sie sind, auch direkt einen Livestream draus machen. Was ich mache, dann halt doch noch öfters Videos, weil könnte ja sein, dass du die mal verplapperst oder keine Ahnung, dass irgendwas passiert, das Telefon klingelt, dann hast du halt im Nachgang immer noch die Möglichkeit, das Video zum Schneider und jetzt einfach raus zum Schneider. Wenn es dann direkt live ist, dann hast halt alles live. Ja, auf jeden Fall die Machart von den Videos, das haben sich ein paar abguckt bei mir. Ich finde die eigentlich auch ganz okay. Das heißt ja, dass so wie ich das mache, dass ich es ja nicht schlecht mache. Für mich ist halt der ganze Workflow viel einfacher, viel schneller. Wenn ich jetzt ein Video aufnehme und dann Aufnahme eine halbe Stunde habe, dann nochmal 2-3 Stunden, um irgendwas rauszuschneiden, dann nochmal eine halbe Stunde das Video zum Rendern. Und dann das Video nochmal zur Kontrolle angucken, bevor man es hochladet. Dann hochladen, dann veröffentlichen, dann auf Thumbnail erstellen. Das ist halt alles sehr, sehr zeitaufwendig. Und den ganzen Aufwand, den habe ich echt sehr gut optimieren und minimieren können. Gut, ich bin jetzt eh gleich daheim. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.